Es ist unser fester Entschluss, von unserem Alter Mühen und Sorgen abzuschütteln, zu jüngerer Kraft vertrauend, während wir zum Grab entbürdet kriechen. Eines der späten Stücke von William Shakespeare, es geht um einen alternden König, der beschließt, sein Reich aufzuteilen, noch zu Lebzeit, und von seinen drei Töchtern, unter denen er es aufteilen will, einen Liebesbeweis verlangt. Aber die Jüngste erklärt ihm ihre Liebe nicht genug, sondern sagt, oh, wenn ich mal heirate, dann gehört natürlich die Hälfte meiner Liebe meinem Mann und die andere Hälfte dir. Er versteht die Welt nicht mehr, wird daran verrückt. Also er ist nicht der liebe Vater, nur er ist jähzornig, er will seinen Willen durchsetzen. Ich will an euch mir solche Rache nehmen, dass alle Welt will solche Dinge tun. Der Narr ist ein Beobachter und ein sehr, sehr enger Vertrauter vom King Lear, weil wenn der König Macht verliert, dann ist es eigentlich sein Todesurteil, weil der Narr ist eine Figur, die alles ausspricht, die sich kein Blatt vor den Mund nimmt und die Wahrheit, also seine Wahrheit, immer ausspricht. Denn als du ihnen die Rute gabst und dir selber die Hosen runterzogst, da weinten sie aus Freude viel und ich aus Kummer sang. Aufgrund dieser ganzen Ausgangssituation schlittert die ganze Gesellschaft in einen Kreis von Zerstörung, von Angst, von gegenseitigem Misstrauen, von Liebesbedürfnis, das nicht erfüllt wird, und zerschellt aneinander.